Im letzten Video haben wir uns mit zwei neuen Begriffen beschäftigt, Aufwendungen und Erträge, und wir haben kennengelernt, dass Aufwendungen und Erträge das Eigenkapital verändern. Dabei haben wir gesagt, dass Aufwendungen das Eigenkapital mindern und Erträge das Eigenkapital erhöhen. Wir wollen jetzt hier eine neue Aufgabe zu diesem Thema machen, um ein wenig diese Begriffe zu festigen, diese beiden neuen Begriffe. Und dazu möchte ich Sie mal bitten, folgende Dokumente bereitzuhalten. Einmal dieses Word-Dokument hier, was Sie sehen, gerade mit den Aufgaben, mit der Eröffnungsbilanz oben, und dann das folgende: eine Übersicht der geläufigsten Aufwendungen und Erträge. Bevor es losgeht, würde ich Sie noch mal bitten, vielleicht sich die wichtigsten Aufwandsarten, die ich hier aufgelistet habe, einmal durchzulesen und die sich daneben befindenden Erläuterungen dazu. Diese Aufwendungen und Erträge sind diejenigen, die am meisten auch rankommen werden in der Schule. Die müssen Sie wirklich sehr gut beherrschen. Wir werden jetzt in der Aufgabe dann mit dieser Übersicht hier und der Aufgabenstellung zusammen uns einmal nochmal anschauen, wie Aufwendungen und Erträge das Eigenkapital und die Bilanz verändern. Und dann in der nächsten Aufgabe machen wir dasselbe dann nochmal. Bloß dann führen wir sogenannte Aufwands- und Ertragskonten ein. Wir sollen ja nicht die Bilanz selbst verändern, sondern eben auf diesen neuen Konten, die Sie in der Schule kennengelernt haben. Okay, zurück zur Aufgabenstellung. Es geht also los mit dem ersten Geschäftsvorfall. Es wird die Geschäftsmiete in Höhe von 1000 Euro überwiesen. Hier dazu mal in ein Excel-Dokument über. Hier sehen wir wieder die Eröffnungsbilanz und unten die Geschäftsvorfälle. Es kann losgehen. Es wird die Geschäftsmiete in Höhe von 1000 Euro überwiesen. Wenn etwas überwiesen wird, wissen wir automatisch, dass das Konto bankbetroffen ist. Wir müssen Bank also um 1000 Euro vermindern. Hier, wo der rote Pfeil ist, die 65.000 Euro werden um 1000 Euro vermindert, da wir etwas überwiesen haben. Und selbstverständlich mindert sich unten die Bilanzsumme. Wir haben hier 391.000 Euro weniger als auf der rechten Seite. Doch wofür haben wir das Geld ausgegeben? Wir haben Miete überwiesen. Das ist ein neuer Geschäftsvorfall. Das ist ein Aufwand. Dazu gehen wir in die Übersicht rüber. Und wir sehen, die Miete, die haben wir ja hier zu stehen. Mietaufwendungen oder nur Miete. Mietaufwendungen, so wird später das Konto heißen, wenn wir Aufwands- und Ertragskonten einführen. Was ist das? Das Unternehmen überweist hier, das Unternehmen überweist die Miete für das Werksgelände, Verwaltungsgebäude, Lagerhalle, was auch immer. Es wird irgendwie ein Geschäftsraum, irgendwie eine geschäftliche Räumlichkeit wird vermietet. Wir erfahren dadurch einen Aufwand. Wir werden ärmer um den Betrag, dürfen aber natürlich die Räume benutzen. Müssen wir so auswendig lernen. Mietaufwand ist ein Aufwand und Aufwendungen mindern das Eigenkapital. Wenn wir hier also einerseits die 1000 Euro bei der Bank gemindert haben für die Miete, müssen wir jetzt auch wissen, dass wir hier oben das Eigenkapital um 1000 Euro mindern. Und wie Sie sehen, haben wir unten wieder die 391.000. Wir sind um 1000 Euro ärmer geworden. Ist ja eigentlich nicht schlimm, denn wir geben ja die Miete aus, damit wir später irgendwann mehr Geld verdienen durch die Zusammenführung aller Produktionsfaktoren. Wir bezahlen ja Miete, wir kaufen Rohstoffe, verarbeiten die zusammen mit Hilfsstoffen zu höherwertigeren Produkten, die uns dann mehr Geld bringen, als uns alles zusammen anfangs gekostet hat. Gut, machen wir weiter mit Geschäftsvorfall Nummer 2. Kauf eines Computers auf Ziel für 700 Euro. Jetzt könnte man vergeblich danach suchen, was ist es denn nun, ein Aufwand oder ein Ertrag? Nun, es ist nichts von beiden. Es ist auch von mir so beabsichtigt. Wir müssen lernen, dass die alten Geschäftsvorfälle natürlich auch immer noch mit im Spiel sind. Wir haben jetzt nicht nur Aufwendungen und Erträge in Zukunft, sondern das ist hier eine klassische Aktiv-Passiv-Mehrung. Wenn wir Computer auf Ziel kaufen, vermehrt sich die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Das heißt, wir haben hier bei der BGA, müssen wir jetzt um 1000 Euro erhöhen. Das machen wir mal. Verzeihung, es sind 700 Euro. Um 700 Euro erhöhen. Und die Bilanzsumme steigt. Gleichzeitig, da es eine Aktiv-Passiv-Mehrung ist, wir haben auf Ziel gekauft, Kauf mit Eingangsrechnung, dann ist es natürlich eine Erhöhung der Verbindlichkeit, hier auch um 700 Euro. Also im Geschäftsvorfall 2 nichts Neues. Wir machen weiter mit drittens. Eine Eingangsrechnung, die wir bereits gebucht haben, wird nun von uns per Banküberweisung beglichen. Eine Eingangsrechnung, die wir bereits gebucht haben, also das liegt vielleicht 10, 20, 30 Tage zurück. Als wir damals die Eingangsrechnung bekommen haben, haben wir auf Ziel gebucht. Eine Eingangsrechnung ist immer Buchen auf Ziel. Also damals vor 30 Tagen oder 10 oder 15 Tagen haben wir gesagt, wir haben etwas bekommen und dafür ist uns damals eine Verbindlichkeit entstanden.
Und wenn wir sie jetzt zurückbezahlen, nämlich wenn wir jetzt diese bereits gebuchte Eingangsrechnung per Banküberweisung begleichen, dann vermindert sich unsere Verbindlichkeit. Also Verbindlichkeit mindern um 4.000, der Fall steht schon an der richtigen Stelle. Und wir haben nur noch Verbindlichkeiten in Höhe von 8.700 Euro. Gleichzeitig muss natürlich auch die Bank vermindert werden um den Betrag von 4.000 Euro, sodass nur noch 60.000 Euro auf der Bank drauf sind. Wir machen weiter. Geschäftsfall Nummer 4. Das Unternehmen überweist die Zinsen für das aufgenommene Darlehen, 4.000 Euro. Jetzt könnte man denken, da steht Darlehen im Geschäftsvorfall drin. Das ist auf jeden Fall 100% irgendwie Darlehen, könnte man denken. Das Darlehen wird zurückbezahlt, also es ist auf jeden Fall auch Bank. Bei der Bank möchte ich Ihnen auch gar nicht widersprechen. Es ist tatsächlich so, dass wir hier überweisen, also können wir von der Bank, von der Bank, Bilanzposition Bank schon mal 4.000 Euro mindern. So, wie gerade eben geschehen. Aber leider muss ich Ihnen widersprechen, wenn Sie gedacht hätten, dass wir jetzt hier Darlehen mindern müssen, weil Sie denken, wir zahlen Darlehen zurück. Nein, wir zahlen Zinsen für das Darlehen. Zinsen für das geliehene Geld. Zinsen sind der Preis für geliehenes Geld. Wenn wir Zinsen bezahlen für ein Darlehen, dann zahlen wir mehr als eigentlich das aufgenommene Darlehen ja vorher in der Summe noch war. Wir zahlen etwas drauf und das ist für uns ein Aufwand. Wir schauen uns das Ganze in der Übersicht mal an. Zinsen, Zinsaufwand, ich bringe den Fall mal dorthin. Zinsaufwendungen, so wird später das Konto heißen. Wir lesen uns durch, was hier steht. Zinsen für das bestehende Darlehen, nee, Arlehen steht da, machen wir Darlehen draus. Zinsen für das bestehende Darlehen werden überwiesen. Das ist ein Aufwand. Zurück zur Bilanz. Und da es also ein Aufwand ist, ein Zinsaufwand, mindern wir das Eigenkapital und nicht die Darlehen. Wir sind ärmer geworden. Also, wir mindern um 4.000 Euro. Jetzt stimmt's. Weiter mit fünftens. Das Unternehmen überweist die Tilgungsrate für das aufgenommene Darlehen, 10.000 Euro. Wir überweisen also 10.000 Euro mindern bei Bank. 10.000 Euro hier runter. Und wer jetzt denkt, dass Darlehen überwiesen wurde, der hat recht natürlich. In dem Fall ist es wirklich das Darlehen, was zurückgezahlt wurde. Wenn wir die Tilgungsrate für ein Darlehen zurückzahlen, wird hier gemindert. 10.000 Euro. Wir machen weiter mit sechstens. Kauf von Druckerpapier gegen Barzahlung. Wenn wir etwas per Barzahlung bezahlen, natürlich wird die Kasse gemindert. Wir gehen zur Kasse rüber und mindern um 24 Euro. Und könnten jetzt auf die Idee kommen, irgendwas mit BGA zu machen. Wir könnten sagen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist gestiegen. Ist aber leider falsch. Warum? Weil nämlich der Kauf von Druckerpapier zu einem Aufwand zählt. Wir gehen kurz zur Übersicht und dann erläutere ich, warum das so ist. Der rote Pfeil geht also zum Büromaterial. Wir schauen hier, ein Aufwand. Büromaterial, was steht da? Das Unternehmen kauft Büromaterial in Klammern, Druckerpapier, Toner für den Drucker etc. Was ist nun Büromaterial und was ist nun Betriebs- und Geschäftsausstattung? Betriebs- und Geschäftsausstattung ist alles das, was während der Benutzung nicht selbst irgendwie verbraucht wird. Ja, ein Computer, den wir kaufen, der wird zwar benutzt, aber am Ende, er nimmt ja nicht in seiner Substanz ab. Ja, er wird ja nicht weniger durch die Benutzung. Wohingegen das Büromaterial wie Druckerpapier wird weniger durch die Benutzung. Wenn wir uns so einen Stapel Druckerpapier vorstellen, wir drucken damit ja halt und die Papiere, also das Papier verschwindet langsam, am Ende brauchen wir neues Druckerpapier. Aber so wird ja der Computer selbst oder der Drucker selbst wird ja nicht in seiner Menge kleiner werden. Also immer wenn es ein Verbrauch ist, was so im Büro abläuft, dann ist es Druckerpapier. Weitere Beispiele sind zum Beispiel der Toner, wie es hier steht. Oder was haben wir noch? Bleistifte, die spitzen wir an, mit denen schreiben wir irgendwann sind sie weg. Dann haben wir Büroklammern, die packen wir auch irgendwie auf welche Zettel und dann sind die weg. Alles, was in irgendeiner Weise verbraucht wird. Ich werde euch demnächst mal irgendwie eine Liste geben, wo Sie dann quasi sehen werden, was alles zu Büromaterial gehört. In dem Fall Druckerpapier, ganz ohne Zweifel Büromaterial. Und da Büromaterial ein Aufwand ist, sind wir ärmer geworden um den Verbrauch dieses Druckerpapiers sozusagen, unterstellen, dass der Verbrauch des Druckerpapiers sofort stattfindet. Wir mindern das Eigenkapital um 24 Euro. Gesagt, getan und die Bilanzsumme unten stimmt wieder überein. Wir machen weiter mit Geschäftsfall Nummer 7. Kauf eines Computers für das Büro auf Ziel. Das ist der gegenteilige Fall sozusagen. Zu sechstens, wir haben natürlich wieder eine Betriebs- und Geschäftsausstattung, die erhöht wurde, wenn wir einen Computer kaufen.
Also wollen wir Betriebs- und Geschäftsausstattung um den Betrag von 1200 € erhöhen. Und da auf Ziel gekauft wurde, gehen wir rüber zu Verbindlichkeiten und erhöhen diese ebenfalls um 1200 €. Weiter geht's mit Geschäftsfall Nummer 8. Reparatur einer Maschine durch die Firma All Repair and Fair GmbH. Das Unternehmen bezahlt für die Reparatur 450 €. Also wir bezahlen für die Reparatur 450 € dafür, dass die zu uns gekommen sind und unsere Maschine repariert haben. Das riecht förmlich schon nach einem Aufwand. Wir gehen uns überzeugen davon, dass ein Aufwand ist. Wo schaue ich mal nach? Schaut mal. Hier bei Fremdinstandhaltung haben wir die Firma Schulze Reparaturen GmbH stellt uns die Reparatur einer Maschine in Rechnung. Zurück zur Bilanz. Da die Reparatur eine Fremdinstandhaltung ist, also eine fremde Firma kommt zu uns, um uns etwas zu reparieren, müssen wir natürlich, da es ein Aufwand ist, das Eigenkapital mindern. Wir gehen zu Eigenkapital und mindern dies um 450 €. Und da die Reparatur gegen Barzahlung erfolgt ist, springen wir kurz rüber zur Kasse und mindern diese ebenfalls um 450 €. Also Fremdinstandhaltung, Reparatur, die Dienstleistung eines anderen bei uns ist auch wieder ein Aufwand, macht uns ärmer. Dann gehen wir weiter. Das Unternehmen verkauft Möbel im Wert von 30.000 €. Der Kunde zahlt per Bankscheck. Endlich mal etwas Erfreuliches. Wir steigern die Bank natürlich erstmal, da der Kunde per Bankscheck bezahlt, um wie viel haben wir denn? Um 30.000 €. Also Bank um 30.000 € steigern. Das ist ja schon mal gut. Und das Verkaufen unserer Produkte ist etwas ganz Tolles, denn wir haben ein Unternehmen gegründet, um eben Produkte so teuer wie möglich und so viele davon wie möglich zu verkaufen. Das ist Sinn und Zweck eines Unternehmens, Gewinnmaximierung. Wir gehen mal rüber zu unserer Übersicht. Was sehen wir hier oben? Endlich mal ein Ertrag. Ich gehe hier oben zu Umsatzerlöse. Wir lesen uns mal durch, was hier steht. Wir verkaufen unsere Produkte, beispielsweise Möbelhersteller verkauft die hergestellten Möbel, Fahrradhersteller die hergestellten Fahrräder oder Friseurladen macht irgendwie eine Frisur, Kfz-Mechaniker repariert ein Auto. Eben der Hauptertrag, neben den beiden unten, die wir sehen, der Hauptertrag, Umsatzerlöse machen, immer dann, wenn wir das tun, wofür unser Unternehmen gegründet wurde. Umsatzerlöse erzielt worden hier bei uns. Also in Höhe von 30.000 €. Das ist natürlich schön, das landet bei uns auf der Bank. Wir haben Sachen verkauft. Und das ist ein Ertrag und Erträge, wie wir wissen, aus dem vorangehenden Video, erhöhen das Eigenkapital. Wir springen also zu Eigenkapital rüber und erhöhen dieses um 30.000 €. Zack, endlich mal was Positives. Erträge sind gut, sie machen uns reicher. Ich dachte schon, wir zahlen hier nur noch Aufwendungen hier an einem Stück. Gott sei Dank kommt endlich mal ein Umsatzerlös rein. Wir gucken uns mal die beiden anderen Ertragsformen hier nochmal an, die gezeigt sind. Mieterträge, kurz mal durchlesen, was hier steht. Räume, die nicht benötigt werden, werden an andere Mieter untervermietet. Beispiel, da eine Lagerhalle zurzeit leer steht, wird sie an ein anderes Unternehmen weitervermietet. Natürlich, wenn wir eine große Produktionshalle haben und dort nicht den ganzen Platz für uns ausnutzen konnten, dann werden wir natürlich versuchen, das weiterzuvermieten. Der Untermieter bei uns wird uns dafür Miete bezahlen. Es ist natürlich auch ein Ertrag. Zinserträge weiter unten kommen auch relativ häufig vor, wenn wir jemanden ein Darlehen vergeben oder wenn wir beispielsweise Geld bei unserer Bank auf dem Bankkonto haben und dieses verzinslich anlegen, beispielsweise auf ein Tagesgeldkonto, zahlt uns die Bank zurzeit natürlich ein bisschen wenig Zinsen. Früher war das mehr. Aber immerhin, je größer der Geldbetrag, den wir auf der Bank haben, umso mehr Zinserträge erzielen wir. Also wir bekommen auch Zinsen. Das sind hier, die ich Ihnen gezeigt habe, die wichtigsten drei Ertragsarten, die so immer gerne in Aufgaben rankommen. Wobei der hier oben, der Umsatzerlös, der allerwichtigste ist. Wir werden in den folgenden Aufgaben noch ein bisschen damit spielen. Es gibt auch noch andere Erträge, die sind aber nicht so häufig, werden in den Aufgaben nicht so häufig verwendet. Hier für eine Einführung reicht es uns erstmal, wenn wir diese drei haben. Wir machen weiter mit Geschäftsfall Nummer 10. Kauf von Rohstoffen, Holzbretter, wir sind ja ein Möbelhersteller, auf Ziel für 74.000 €. Rohstoffe, sehe ich gerade, hatten wir bis jetzt noch nicht gehabt. Vielleicht befinden wir uns gerade im Jahr der Gründung, ich weiß es nicht. Wir haben noch keine Rohstoffe gekauft, deswegen müssen wir hier die Bilanzposition Rohstoffe natürlich einfügen. Das mache ich mal. So, geschafft.
Und wir kaufen Rohstoffe im Wert von 74.000 Euro, also müssen wir hier 74.000 Euro eintragen. Gekauft wurde auf Ziel, wir springen rüber zu Verbindlichkeiten und erhöhen diese ebenfalls um 74.000 Euro. Wieder mal weder Aufwand noch Ertrag, ein altbekannter Geschäftsvorfall, die Aktiv-Passiv-Mehrung. Wir kaufen was auf Ziel, auf Eingangsrechnung. Da erhöht sich natürlich bei uns die Verbindlichkeit. Der letzte Geschäftsvorfall, 11. ist jetzt interessant. Aus dem Rohstofflager werden Rohstoffe, Holzbretter, vielleicht sogar die, die wir gerade gekauft haben, für die Herstellung von Möbel entnommen. 15.000 Euro. Man kann sich folglich vorstellen, wie die Arbeiterin, wie der Arbeiter ins Rohstofflager geht, Holzbretter sich mitnimmt und sagt, diese Holzbretter nehme ich mir jetzt vom Lager, um damit einen Schrank zu bauen. Ein wichtiger Punkt, denn erst jetzt findet Verbrauch statt. Erst jetzt haben wir Rohstoffe entnommen aus dem Rohstofflager, um damit etwas zu machen. Und jetzt erst buchen wir einen Aufwand. Ich gehe mal rüber zur Übersicht. Wir befinden uns jetzt hier oben bei den Aufwendungen für Rohstoffe. Wir lesen uns mal kurz den Text durch. Liegt dann vor, wenn wir dem Lager Rohstoff entnehmen und sie für die Herstellung unserer Produkte verbrauchen. Also wenn wir sie tatsächlich zu Schränken verarbeiten. Beispiel: Arbeiter Müller entnimmt dem Rohstofflager einige Holzbretter, um damit einen Schrank herzustellen. Jetzt sind wir um diese Rohstoffe ärmer geworden. Vorerst wohlgemerkt, denn diese Bretter, diese Rohstoffe werden in einen Schrank umgewandelt, der uns dann wieder insgesamt mehr Geld bringt, als wir jetzt um den Rohstoffverbrauch ärmer geworden sind. Also keine schlechte Sache. Aber vorerst müssen wir sagen, dass wir in Höhe dieses Betrages, hier konkret 5.000 Euro, in Höhe dieses Betrages ärmer geworden sind. Zurück zur Bilanz. Wo muss der rote Pfeil nun hin? Wenn wir einen Rohstoff verbraucht haben in Höhe von 5.000 Euro, sind wir zum Lager gegangen und haben dort die Bretter weggenommen. Rohstoffe werden gemindert um 5.000 Euro, also rüber zu Rohstoffe. Und mindern um 5.000 Euro. Dann, da es ein Aufwand ist, springen wir zu Eigenkapital und mindern dies ebenfalls um 5.000 Euro. Und damit sind wir mit diesem Aufgabenteil fertig. Sollte es Ihnen noch ein bisschen komisch vorkommen, diese neuen Geschäftsvorfälle, keine Sorge, das werden wir gründlich einüben, sodass das später auch wirklich sitzt. Wir gehen mal zurück zum Word-Dokument, zur Aufgabenstellung. Wir sollten ja hier unten noch mehr machen, nicht nur die Geschäftsvorfälle in der Bilanz verändern, sondern hier steht, berechnen Sie den Gewinn bzw. den Verlust. Dazu gehen wir mal zurück zur Bilanz. Um zu wissen, wie wir Gewinn oder Verlust berechnen können, müssen wir irgendwie eine Formel haben. Wir wollen uns Folgendes merken. Gewinn bzw. Verlustberechnung, Summe Erträge minus Summe Aufwendungen. Das ist ein wichtiger Schritt, das müssen wir uns gut merken. Das werden wir jetzt nämlich machen. Wir werden anhand der Geschäftsvorfälle uns die Erträge und die Aufwendungen nochmal vornehmen, die Summen daraus bilden und dann die Summe der Erträge minus die Summe der Aufwendungen berechnen und sehen, ob wir einen Gewinn oder einen Verlust gemacht haben. Dazu werde ich mal hier auf der rechten Seite in Form einer kleinen Tabelle die Aufwendungen und Erträge mir nochmal kurz notieren. Geschäftsfall Nummer 1, es wird die Geschäftsmiete in Höhe von 1.000 Euro überwiesen, haben wir gesagt, das ist ein Aufwand, hier kommt 1.000 Euro rein. Geschäftsfall Nummer 2, Kauf eines Computers auf Ziel, war weder das eine noch das andere, war eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Drittens, eine Eingangsrechnung, die wir bereits gebucht haben, wird zurückbezahlt, das war auch eine Aktiv-Passiv-Minderung in dem Fall. Viertens, das Unternehmen überweist die Zinsen für ein aufgenommenes Darlehen, 4.000 Euro, das war ein Aufwand. Fünftens, das Unternehmen überweist die Tilgungsrate. Das ist wieder Aktiv-Passiv-Minderung. Kauf von Druckerpapier gegen Barzahlung war ein Aufwand, 24 Euro. Kauf eines Computers für das Büro auf Ziel, Aktiv-Passiv-Mehrung. Achtens, Reparatur einer Maschine durch die Firma All Repair und so weiter. Fremdinstandhaltung, das war ein Aufwand, 450 Euro, schreiben wir uns hier rein. Dann das Unternehmen verkauft Möbel, 30.000 Euro. Das war da, wo ich mich so gefreut habe. Endlich ein Ertrag, der Umsatzerlös, der wichtigste Ertrag von allen. Zehntens, Kauf von Rohstoffen, Holzbretter auf Ziel, kein Aufwand, das war eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Dann aber in elftens, aus dem Rohstofflager werden Rohstoffe entnommen, 5.000 Euro, ein Aufwand, Aufwendungen für Rohstoffe, kommt hier rein. Ich bilde mal die Summe der Beträge und wir sehen, einem Ertrag von 30.000 Euro steht ein Aufwand in Höhe von 10.474
gegenüber. Ich rechne mal 30.000 minus die Summe, rechne das schon mal aus. Ich habe das mal hier eben Excel schnell machen lassen. 19.526 Euro kommt raus, wenn wir Summe der Erträge minus Summe der Aufwendungen berechnen. Jetzt noch ein kleiner Zusatz. Die Aufgabe war eigentlich fertig, aber noch eine kleine Sache möchte ich erwähnen. Und zwar hätten wir diesen Gewinn, den wir gerade berechnet haben, die 19.526 Euro, den hätten wir auch auf einem anderen Weg berechnen können. Dazu auch mal vielleicht einen Merksatz. Der Gewinn lässt sich auch berechnen mit der Formel Eigenkapital am Ende des Jahres minus Eigenkapital am Anfang des Jahres. Eigenkapital am Ende, Eigenkapital am Anfang. Was ist darunter zu verstehen? Schauen wir uns das Ganze mal an. Das Eigenkapital am Ende des Jahres ist dasjenige, das wir haben, wenn alle Geschäftsverfälle abgeschlossen sind. Das haben wir gemacht und haben ein Eigenkapital rausbekommen hier in Höhe, wo der Pfeil noch ist, der rote, in Höhe von 319.526. Das ist das Eigenkapital am Ende des Jahres. Das möchte ich mir mal kurz hier, vielleicht hier rechts ist ja noch Platz, notieren. Also ich nehme das mal hier rüber und brauche jetzt noch das Eigenkapital am Anfang des Jahres, also bevor die ganzen Geschäftsvorfälle hier behandelt wurden. Dazu gehen wir in die Aufgabenstellung rüber. In dem Word-Dokument müsste das zu sehen sein. Da haben wir die Bilanz oben. Dort sehen wir, wie groß sie am Anfang des Jahres war. 300.000 Euro. Zurück zum Excel-Dokument. Ich habe also 300.000 Euro am Anfang des Jahres gehabt. Und die Formel zur Berechnung lautete ja Eigenkapital am Ende des Jahres minus Eigenkapital am Anfang des Jahres. Also rechnen wir 319.526 minus 300.000. Das werde ich mal berechnen und hier eintragen. Und wir sehen, es kommt 19.526 raus und hier unten der Gewinn, den ich vorhin berechnet habe, auch 19.526. Wir halten fest, die Berechnung des Gewinns geht sowohl nach der Methode Summe aller Erträge minus Summe aller Aufwendungen, als auch nach der Methode Eigenkapital am Ende des Jahres minus Eigenkapital am Anfang des Jahres. Wir haben viel gelernt in dieser Aufgabe. Wir haben Aufwendungen und Erträge in der Bilanz verändert. Wir haben parallel dazu uns alte Geschäftsvorfälle nochmal vor Augen geführt, wiederholt. Das war sehr wichtig, denn in der nächsten Aufgabe werden wir das Ganze nochmal machen, in der neuen Aufgabe, wie gesagt, mit Konten. Dort werden wir zuerst, anstatt in der Bilanz zu verändern, auf dem Konto Eigenkapital verändern und dann werden sogenannte Aufwands- und Ertragskonten eingeführt und später noch die sogenannte Gewinn- und Verlustrechnung. Und ich verspreche Ihnen jetzt schon, dass es danach nicht komplizierter wird, dass die ganze Buchhaltung im Prinzip bis hierher eigentlich nur komplizierter wird und danach nicht mehr. Die Aufgabe ist dann somit fertig.